Hey Leute, wie geht's? Hier ist wieder euer Larry und willkommen zu meinem nächsten Vlog. In diesem Video möchte ich gerne ein bisschen mit euch durchgehen, was haben wir dieses Jahr geschafft und was ist nächstes Jahr der Plan. Das, was wir so Revue passieren lassen, ist eigentlich gar nicht so viel. Womit hat's angefangen? Ja, was haben wir eigentlich dieses Jahr gemacht? Also erst einmal war dieses Jahr tatsächlich mein erstes vollständiges Jahr als YouTuber. Aber jetzt mal ernsthaft, was haben wir wirklich geschafft? Eigentlich kann man sagen, war dieses Jahr noch komplett eine Findungsphase. Anfang des Jahres haben wir noch relativ kurze Videos gemacht und Content, der ziemlich durcheinander war. Ja, wir waren mal ab und zu ein Wikinger, dann haben wir mal wieder mit Gogos gespielt und eigentlich kann man sagen, hat mich das nicht zufriedengestellt. Wir haben dann so grob in der Mitte des Jahres herausgefunden, dass ich doch lieber längere Videos machen möchte. Und ich denke, das ist eigentlich das, was man aus diesem Jahr so mitnehmen kann. Ich habe auf jeden Fall viel Erfahrung gemacht, was man alles so kann oder darf. Und zwar, dass Drehorte richtig viel Geld kosten können. Ja. Aber des Weiteren habe ich mich halt immer weiter beübt mit der Kamera und der Soundtechnik. Und ich weiß, bei den letzten Videos sind wieder ein paar Fauxpas passiert. Aber hey, ich lerne ja noch. Das soll es eigentlich zu diesem Jahr schon grob gewesen sein. Also was passiert wohl nächstes Jahr? Also auf jeden Fall werde ich das Projekt König Larry fortführen. Das Projekt König Larry ist nämlich so ein Ding, das mir sehr am Herzen liegt. Denn ich möchte gerne, dass dieses Ding mit meinem Channel weiter wächst. Nein, also ernsthaft, ich habe mir da eigentlich ein bisschen was vorgenommen und ich versuche auf jeden Fall die gesamte Machung noch ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr, sodass das alles halt ein bisschen cooler aussieht, noch ein bisschen besser verpackt ist und auch ein bisschen mehr Story hat. Wir alle lieben ja Geschichten, ne? Und das wäre auch Punkt 2, Märchenstunde mit Larry. Ich finde, gerade wenn man mal so zwischendurch nicht vielleicht unbedingt die Wetterverhältnisse hat, die man braucht oder eine Schreibblockade hat oder sonst was dergleichen, weiß der Teufel was, ne? Oder sich keine Drehorte suchen kann, weil die arschteuer sind ja eigentlich diese Märchenstunden ziemlich geil. Außerdem habe ich schon das Erzähler-Outfit dafür. Ich mag das wirklich sehr. Das heißt also, Märchenstunde mit Larry und König Larry. Das soll natürlich nicht alles sein, ne? Ein Freund von mir hat mich auf eine coole Idee gebracht und zwar könnte man so etwas wie Safari in der City machen. Ich weiß nicht, ob einige von euch Bear Grylls kennen. Der macht so How-to-Survive-Videos, frisst Maden, pinkelt in irgendwelche Schlangenhäute, trinkt dann anschließend aus diesen Schlangenhäuten, isst Ziegenaugen. Also, ich denke mal, sowas mache ich nicht. Aber die Idee finde ich ganz nett. Oder? Wie überlebt man in der Stadt? Das ist alles natürlich komisch verpackt. Dazu gibt es noch so einen richtig schnieken Safari-Anzug. Das muss schon sein. Und ich denke, das könnte ganz lustig werden. So mal als kleiner Zwischenbrenner. Werden keine langen Videos, sondern es werden immer mal so kurze Videos. Des Weiteren wurde ja schon im Channel-Trailer Musik angesprochen, aber bisher habt ihr davon noch nicht sehr viel gehört. Ja, ich gebe zu, es ist ganz schön schwer. Aber ich bin jetzt im Augenblick schon am Schreiben, an einer Single. Ich möchte dazu nur sagen, ich habe mich bei dem Musikstil nicht festgelegt. Also dieser Song zum Beispiel, den ich gerade schreibe, der nächstes Jahr auf jeden Fall rauskommen soll, der kommt mehr so nach Cinematic Music. Mit Gesang. Oder Rap. Oder keins von beiden. Mal schauen. Auf jeden Fall lasse ich mir damit gut Zeit, denn es soll ja auch wirklich gut klingen. Ne? Das soll dann auch am Ende Musik sein, die man vielleicht mal tatsächlich irgendwie gerne hört. Oder zumindest nicht ungerne. Aber wie gesagt, das ist nur eine Musikrichtung. Ich würde nämlich richtig gerne so Musik machen im Stil von den alten Pokémon, Dragon Ball, Digimon Serien. Denn ich fand diese Songs damals immer mega geil. Ich höre die noch heute sehr gerne. Und ich glaube tatsächlich, dass meine Stimme dafür auch sehr gut gemacht ist. Und ja, mal sehen, wie das so vorangeht. Auf jeden Fall, ein Song wird safe kommen. Aber natürlich bin ich dran. Da muss mehr kommen. Musik? Videos? Habe ich was vergessen? Der Channel-Trailer und der Channel-Banner. Beide Sachen habe ich ja nun damals gemacht, als ich den Channel frisch erstellt habe. Und da habe ich mich natürlich etwas ausprobiert, aber ich muss halt zugeben,
das passt noch nicht so richtig zu dem, was ich jetzt liefern will, bisher gehabt, gemacht habe. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach einen neuen. Wann der rauskommen wird, kann ich nicht sagen, denn ich möchte dafür an viele verschiedene Orte. Ich weiß ja nur noch nicht, ob das alles wirklich klappt. Denken. Und der Banner, der sollte natürlich auch ein bisschen angepasst werden. Ne? Bisher bin ich da nur so und erschrecke mich selbst, der so dasteht. Da kriege ich bestimmt auch was Besseres hin. Oder vielleicht finde ich oder kenne ich ja jemanden, der mir auch was Cooles zeichnen kann, wer weiß. Vielleicht könnt ihr das sogar. Schreibt es in die Kommentare. Freuen würde ich mich auf jeden Fall sehr. Man kann auf jeden Fall miteinander mal schnacken. Ich kann euch noch sagen, dass ihr dieses Jahr auf jeden Fall noch den zweiten Teil von Judge Larry sehen werdet. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen. Ich weiß, da waren so ein paar Stellen, da hätte ich mich dafür danach ohrfeigen können. Aber dafür kriege ich auch meine Abreibung im zweiten Teil. Spoiler, Spoiler. Ja, so grob. Ende des Jahres, Silvester. Da sollte es eigentlich hochgeladen werden. Und das war es eigentlich schon. Ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten. Halt nein, noch nicht ganz. Ein Weihnachtssong. Ist kein safes Ding, aber wenn es gut wird, ich probiere mal was aus. So, das war es jetzt aber wirklich. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall richtig geile Weihnachten. Werdet fett beschenkt. Mindestens so krass wie Dudley aus Harry Potter. Also, dass ihr so krass beschenkt werdet, dass ihr euch eigentlich noch darüber beschwert, dass es letztes Jahr eins mehr war. Bei 36 Geschenken. Ich hätte auch mal gerne so viele Geschenke. Apropos, es gibt also eine irrsinnig schöne Kamera. So, die habe ich gesehen. PXWZ90. Ach, die war schon wirklich herrlich, ne? Sowas würde ich mir ja gerne zu Weihnachten wünschen. Ja, die ist schon wirklich geil. Gar nicht so teuer. Das wäre schon wirklich schön, wenn mir die jemand schenken würde. Naja, ah, macht bestimmt keiner. Wie dem auch sei. Wenn wir uns so nicht mehr weiter hören sollten, dann wünsche ich euch, wie gesagt, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Also macht's gut, Leute. Bleibt gesund. Euer Larry.